Eines der erstaunlichsten Merkmale unseres Planeten ist die Vielfalt seines Tierlebens. Von mikroskopisch kleinen Lebewesen bis zu Elefanten und Blauwalen. Die Menagerie der Lebewesen auf der Erde ist wirklich bemerkenswert. Bis zum heutigen Tag wurden mehr als 1 Million Tierarten entdeckt und beschrieben. Vielleicht 5-mal so viele warten noch auf ihre Entdeckung. Und jede von ihnen ist einzigartig. Doch das Ausmaß dieser Vielfalt ist nur teilweise durch Farbe, Verhalten und Größe bestimmt. Denn oft verbergen sich unter Federkleid und Haut elegante Systeme von Muskeln, Knochen und chemischen Maschinen, die im Zusammenspiel komplexe, für das Leben essentielle Aufgaben erfüllen. Entdecken Sie mit uns einige der außergewöhnlichen biologischen Mechanismen, die das Leben möglich machen. Geniale Netzwerke vieler einzelner Bausteine, die Bewegung, Navigation, Wachstum und zahllose andere alltägliche Wunder antreiben und steuern. Jedes von ihnen ein überzeugender Beweis dafür, dass der lebendigen Welt Plan und Sinn zugrunde liegen. Es erstaunt mich immer wieder, dass Vögel in der Luft leben. Das unsichtbare Fluid, das uns alle umgibt, ist ihre Lebenswelt, die Atmosphäre. Das ist ganz und gar nicht selbstverständlich. Man muss sich also fragen, wie fliegen sie? Als ich aufwuchs, arbeitete mein Vater als Luftfahrtingenieur. Und eines der Prinzipien, die er mir beibrachte, ich habe es nie vergessen, lautet: Wenn etwas funktioniert, dann ist das kein Zufall. Erfolgreich zu fliegen, ich meine damit wirklich und kontrolliert zu fliegen, das muss koordiniert und sorgfältig geplant werden. Ich stelle mir die Menschen vor, die jahrtausende lang die Vögel beobachteten und davon träumten, fliegen zu können. Und schließlich gelang es uns im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert, mit der Hilfe einer Maschine tatsächlich zu fliegen. Seitdem die Menschen auf der Erde sind, haben sich ihre Blicke und ihre Herzen zum Himmel gewandt. Unsere Begeisterung für das Fliegen und unser Verlangen danach, es selbst zu erleben, haben eine Vielzahl an Erfindungen angeregt, die uns zumindest vorübergehend hinauf in die Vogelwelt heben können. Ein mechanisch angetriebenes Flugzeug erfordert eine brillante, erfindungsreiche Konstruktion. Und doch verblasst jeder Flugzeugentwurf gegenüber dem Flug einer Möwe. Denn Vögel sind die ultimativen Flugmaschinen, und wer eine von ihnen beim Segeln im Wind beobachtet, der sieht das, was der Dichter William Blake »A portion of genius« nannte, einen Teil des Geistes. Mehr als 9000 Vogelarten sind auf der Erde entdeckt worden und fast alle von ihnen können fliegen. Sie gedeihen in jeder Umwelt und sind dafür ausgestattet, die verschiedensten Herausforderungen von Klima und Landschaft zu bewältigen, dank der perfekten Ausführung biologischer Prozesse in einem erstaunlichen Körper.
Von wenigen Gramm bis zu mehr als einem Kilo ist ein befruchtetes Ei gebündeltes Leben. Eine Werkstatt, in der all die Mechanismen, die jedem Aspekt des Vogellebens zugrunde liegen, im Detail durchdacht, in wenigen Wochen entstehen. Je nach Art kann ein Weibchen in einem Jahr bis zu 20 Eier legen. Dann kümmert sie sich während der Brutzeit, die meist zwischen 2 und 7 Wochen dauert, mit Sorge um sie. Seit Aristoteles haben Wissenschaftler die Eier von Hühnern studiert, um die Geheimnisse der Entwicklung des Vogels aus einer einzigen Zelle zu enträtseln. Bedenken Sie, dass alle Vögel sich auf dieselbe Weise entwickeln. Wenn ich mir also einen der prächtigen fliegenden Vögel ansehe, zum Beispiel einen Mauersegler oder eine Schwalbe, dann entwickelt er sich genauso wie ein Hühnerembryo. Und jeden Mechanismus, der zum Fliegen notwendig ist, all die Anpassungen an die Erfordernisse des Flugs, die man bei Tauben, bei Adlern oder bei Geiern entdeckt, sie alle findet man auch bei Hühnern. Der Entwicklungsprozess beginnt bald nach der Befruchtung und beschleunigt sich, sobald das Ei gelegt worden ist, da sich tausende Zellen rasch vermehren und innerhalb der schützenden Schale anordnen. In den ersten Stunden sieht man, wie die Grundlagen des Organismus angelegt werden. Man erkennt Vorder- und Rückseite, oben und unten. Alle diese Dinge werden in einer Kaskade von Ereignissen ausgearbeitet. Wo wird der Kopf sein? Wo gehört der Schwanz hin? Wo sind links und rechts, vorne und hinten? Und während die Zellen sich an den Ort innerhalb des Embryos bewegen, an dem sie sich entwickeln werden, verändern sie auch bereits ihre Aufgaben, die sie schließlich zu erfüllen haben. In den meisten Fällen verpflichten sie sich unwiderruflich für ganz bestimmte Funktionen. Am zweiten Tag nehmen die Wirbelsäule des Vogels seine Ohren und seine Augengestalt an. Das Gefäß und das Kreislaufsystem entstehen und das Herz schlägt zum ersten Mal. In der 46. Stunde beginnt der Kopf des Embryos, sich in die Fetalposition zu beugen. Während des zweiten Tages verzweigt sich ein Netz von Adern vom Embryo hinein in den Dotter. Diese Adern transportieren lebenswichtige Nährstoffe zurück in den wachsenden Organismus. Man muss sich die Details genau ansehen. Gene werden hier an- und abgeschaltet. Die Zellen kommunizieren miteinander. Es ist wie ein genau durchdachter Tanz mit Tausenden von Tänzern, die alle genau das tun, was ihnen vorgegeben ist. Genau in der richtigen Reihenfolge, in der richtigen Abfolge und zur richtigen Zeit. Dieser Prozess allein ist überwältigend. Er übersteigt alles, was wir uns vorstellen können. Sobald die Grundlage der wichtigen Netzwerke und Organe angelegt ist, werden die nächsten 19 Tage darauf verwendet, ihre Entwicklung abzuschließen. Am Beginn gab es eine Zelle, die alles hätte werden können. In 21 Tagen entstanden aus ihr Milliarden von Zellen, die tausende Aufgaben im gleichen Organismus erfüllen. Diese Geschwindigkeit und Leistungskraft, die Eleganz des ganzen Ablaufs. Was man hier sieht, ist ein arbeitender Mechanismus.
Bei jedem Schritt wird Information in physische Realität übersetzt, in fleißige Maschinen. Es ist einfach unglaublich. It's absolutely incredible. Absolutely incredible. Jeder Vogel, der zur Welt kommt, ist von denselben Dingen wie besessen. Frühstück, Mittag und Abendessen. Schwach und oft für einige Tage noch blind, sind die meisten Nesthocker für ihr Essen ganz auf ihre Eltern angewiesen. Schon bald verbinden sie die Erschütterung, die ein ausgewachsener Vogel beim Landen nahe dem Nest erzeugt, mit der Ankunft ihrer nächsten Mahlzeit. Während die jungen Vögel wachsen, verstärken sich ihre Muskeln. Die Primärfedern werden vervollständigt und funktionsfähige Flügel bilden sich heraus. All das sind Vorbereitungen für die Bewältigung der Aufgabe, die den Rest ihres Lebens bestimmen wird: das Fliegen. Die Eltern werden sie nicht für immer füttern. Auf diese Weise spornen Vogeleltern ihre Jungen auch zum Flug an. Sie halten sich etwas entfernt und locken sie mit Futter, sodass sie aus dem Nest kommen müssen. Dann sieht man die Küken sich langsam aus dem Nest herausarbeiten. Sie stellen sich an den Rand, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was ihre Flügel so alles können. Seevögel auf abgelegenen Inseln verbringen Tage damit, ihre Eltern zu beobachten, bevor sie den ersten Flugversuch wagen. Und wir müssen annehmen, dass sie eine sehr hohe Auffassungsgabe haben. Hier haben wir das Küken, das immer größer wird. Doch wenn es wächst, kommen die ersten erwachsenen Federn durch den Flaum. So entstehen die Flügel. Das Küken verbringt dann den ganzen Tag damit, regelmäßig am Boden mit den Flügeln zu schlagen, um seine Muskeln aufzubauen. Und schließlich kommt der große Tag, wenn die Mutter oder der Vater entscheiden, dass es Zeit ist, aufzubrechen. Dann schubsen sie ihn an den Klippenrand. Er springt von der Klippe und zu seinem großen Erstaunen kann er wie seine Eltern fliegen. Um das tun zu können, müssen sie den Instinkt besitzen. Und wahrscheinlich wurzelt dieser Instinkt im Erbgut des Organismus. Sobald sie sich erheben, sind ihnen zumindest die Grundzüge mitgegeben, wie man Flügel und Schwanz bewegt, wie man sich im freien Raum bewegt. Sonst könnten sie das nicht bewältigen. Auf die eine oder andere Weise liegt das in der Grundausstattung der Flugvögel. Wenn man über den Flug als Verhalten nachdenkt, bemerkt man, dass es sich um das Alles-oder-Nichts-Prinzip handelt. Man kann nicht nur teilweise fliegen, denn zum Fliegen braucht man nicht nur ein paar Flügel. Der ganze biologische Aufbau muss auf diese Tätigkeit hin ausgerichtet sein. Der Vogelflug verlangt nach der richtigen Gewichtung von aerodynamischem Design, körperlicher Kraft und minimaler Schwere. Und jeder Teil der Anatomie eines Vogels dient dazu, diese Kriterien zu erfüllen. Das Gleichgewicht, das der Vogel zwischen der Stärke seines Knochenbaus und den Erfordernissen des Fliegens bewahren muss, ist wirklich bemerkenswert.
Um fliegen zu können, muss ein Vogel kräftig genug sein, um seinen Körper von den Fesseln der Schwerkraft zu befreien und leicht genug, um in der Luft schweben zu können. Dafür ist das Skelett von entscheidender Bedeutung. Ein ausgewachsener Pelikan wiegt mehr als 10 Kilo und er hat die Kraft, hunderte von Kilometern in der Luft zurückzulegen. Doch sein gesamtes Skelett wiegt nicht einmal ein Kilo. Wie ist das möglich? Die meisten Vogelknochen sind hohl und durch ein inneres Gefüge von Balken und Stützen verstärkt. So entsteht ein leichtes, aber beständiges Gerüst, das in der Lage ist, der andauernden Belastung des Flügelschlags, des Starts und der Landung zu widerstehen. Federn können viele verschiedene Aufgaben bewältigen. Ihr Aufbau zeigt ein hochspezialisiertes Design. Vögel sind von verschiedenen Federarten bedeckt. Der Haut am nächsten sorgt ein dickes Kleid von sanftem Flaum für beste Isolierung. Und der Flaum ist von mehreren Schichten aus Kontur- und Hauptfedern umhüllt. Diese äußeren Schichten geben dem Vogel die stromlinienförmige Gestalt, Schutz vor Nässe und die Fähigkeit, in der Luft frei zu manövrieren. Für all das müssen sie leicht, stark und extrem flexibel sein. Wenn eine Kanadagans sich einem Teich nähert, beugen sich die langen Hauptfedern an ihren Flügelspitzen und öffnen sich wie eine Jalousie. Zur gleichen Zeit wird die Alula angehoben, drei Federn, die am Daumen des Flügels liegen. Sie erzeugen einen Spalt, der den Weg der Luft verändert, die über den Flügel strömt. Diese sehr genauen Vorgänge verhindern, dass der Luftstrom abbricht und bremsen gleichzeitig den Sinkflug des Vogels für eine kontrollierte, sanfte Landung. Man braucht spezielle Muskeln, um diese Flügel zu bewegen. Daher müssen insbesondere die Brustmuskeln sehr stark sein. Hunderte von Muskeln, Sehnen und Bändern treiben eine Vielfalt von Flügelbewegungen an. Das Kernstück dieses Systems ist die Flugmuskulatur. Pectoralis major und darunter supracoracoideus. Zusammen stellen sie den Motor des Vogelflugs dar. Wenn sich die Bauchmuskulatur zusammenzieht, ziehen sie die Oberarmknochen in beiden Flügeln nach unten und erzeugen Schub und Hub. Und wenn sich die Muskeln zusammengezogen haben, hebt der supracoracoideus, der durch eine Sehne mit dem Oberarmknochen verbunden ist, den Flügel an wie ein Flaschenzug. Dies ist eine weitere wirklich großartige Konstruktion, denn dank dieses Flaschenzugsystems ist kein großer schwerer Muskel oberhalb der Schultern nötig, um den Flügel wieder anzuheben. Stattdessen befindet sich die gesamte Flugmuskulatur unterhalb der Flügel, wo sie den Masseschwerpunkt bildet, der den Vogel in der Luft stabilisiert. Alles an einem Vogel ist genauestens zusammengefügt, um das Fliegen zu ermöglichen. Alles Gewicht, was nur irgend möglich reduziert werden könnte, ist reduziert. Alle Masse, die den Körperschwerpunkt stärken könnte, befindet sich tatsächlich nahe diesem Schwerpunkt. Es sind verschiedene Systeme, die alle perfekt koordiniert zusammenarbeiten. Und wenn man all diese Puzzlestücke genau auf die richtige Weise zusammensetzt, dann geschieht das Wunder. Die Vögel können fliegen.
Im November 2011 ehrte die amerikanische Zeitschrift Time ein Miniaturflugzeug als eine der besten Erfindungen des Jahres. Das Nano Air Vehicle oder NAV wurde von einem Team von Ingenieuren aus Südkalifornien konstruiert, um den Flug eines Kolibris nachzuahmen. Dieser Prototyp einer Überwachungsdrohne ist mit einer Videokamera ausgestattet und kann schweben, sich drehen und in jede Richtung fliegen. Es ist sensationelle Ingenieursarbeit, wirklich unglaubliche Arbeit. Vor allem, wenn man bedenkt, dass alle diese Teile zusammengesetzt nicht mehr wiegen als eine kleine Batterie. Aber sowohl die Komplexität als auch die Fähigkeiten dieser Konstruktion liegen noch Lichtjahre hinter dem Vogel zurück, der sie inspirierte. Kolibris gehören zu den faszinierendsten Vögeln, denen ich je begegnet bin. Ich habe es mir gleichsam zur Lebensaufgabe gemacht, sie zu studieren und zu filmen, um sie besser kennenzulernen. Es gibt 343 anerkannte Arten und sie sind alle nur auf dem amerikanischen Kontinent zu finden. Die lebhaften, wunderschönen, einzigartigen Kolibris gehören zu den atemberaubendsten Bewohnern unseres Planeten. Oft als Hubschrauber der Natur beschrieben, sind ihre Flügel, die mehr als 100 Mal in der Sekunde schlagen können, in der Vogelwelt ohnegleichen. Kolibris sind dafür gebaut, schnell und manövrierfähig zu sein. Sie vollziehen unglaubliche Kunststücke, sie bewegen sich sowohl vorwärts als auch rückwärts, können aber auch auf der Stelle schweben. Ihr Schwanz ist ihr Gleichgewichtsorgan. Sie können ihn anheben, um nach oben zu steigen, und ihn senken, um in der Luft stillzustehen. Und sie können sich seitwärts wenden. Die Flugmuskulatur der Kolibris nimmt ungefähr 43% ihrer Körpermasse ein. Das verleiht ihnen die Kraft, Manöver zu fliegen, von denen andere Vögel nur träumen können. Kolibris setzen ihre drei spezialisierten Flugbewegungen ständig ein. Um vorwärts zu fliegen und Schub zu erzeugen, schlagen sie die Flügel schnell nach oben und unten. Für den Schwebeflug wird der Flügelschlag gänzlich umgestellt. Ein Bewegungsmuster in Form einer Acht wird vollzogen, das den Körper des Vogels für die Nahrungsaufnahme in der Luft stabilisiert. Und um rückwärts zu fliegen, bewegen sich die Flügel in einer Kreisbewegung über dem Kopf des Vogels. Kein anderer Vogel kann auf diese Weise fliegen, weil kein anderer Vogel ein Skelett hat, das so designt ist wie das des Kolibris. Das wird deutlich, wenn man einen Kolibri mit einem großen Raubvogel vergleicht. Für den Rotschwanzbussard und für praktisch jede andere Vogelart sind die Mechanismen des Fliegens ähnlich. Seine Flügel schlagen auf und nieder wie Ruder auf Scharnieren, wobei nur beim Herabschlagen Auftrieb erzeugt wird. Im Gegensatz dazu erzeugt der Flügelschlag des Kolibris beim Schweben vor und zurück sowohl beim Auf- als auch beim Herabschlagen Auftrieb. Kolibris müssen in einer festen Position schweben können. Das heißt, dass sie fortwährenden Auftrieb brauchen. Dabei stellt ihr Schultergelenk eine einzigartige Lösung für dieses Problem dar. Durch das Verdrehen des Oberarmknochens kann es den Flügel um 140 Grad rotieren lassen. Wenn sich der Knochen verdreht, dreht sich der gesamte Flügel nach innen, während er aufschlägt. Das erzeugt einen Teil des Auftriebs für den stabilen Schwebeflug. Diese außerordentliche Leistung der Kolibris wird auch durch ihre Muskel-, Stoffwechsel- und Kreislaufsysteme ermöglicht. Um die große Masse an Flugmuskulatur mit Sauerstoff zu versorgen, muss das Herz des Vogels bis zu 1250 Schläge in der Minute ausführen. Stellen Sie sich nur die Geschwindigkeit der Reizübertragung in den Synapsen vor. All das wird durch Nerven gesteuert, die dafür unglaubliche Geschwindigkeiten erreichen müssen.
Der Kolibri stärkt sich für das Fliegen, indem er täglich sein doppeltes Körpergewicht an Nahrung aufnimmt. Im Wachzustand isst er daher alle 10 bis 15 Minuten. Würde ein Mensch einen ähnlichen Stoffwechsel unterstützen, müsste er schätzungsweise täglich 75 Kilo Nahrung zu sich nehmen. Die technische Meisterleistung der Kolibris ist unbeschreiblich erfindungsreich. Die Zunge des Kolibris ist etwa doppelt so lang wie sein Schnabel, sodass sie sehr tief in den Kelch einer Blüte eintauchen kann. Bis vor kurzem haben Wissenschaftler angenommen, dass die Vögel vor allem die Kapillarwirkung nutzen, um den Nektar über ihre Zunge in den Mund zu saugen. Das ist so ähnlich, wie wenn Flüssigkeit durch einen Strohhalm von selbst nach oben steigt. Entdeckungen an der Universität von Connecticut haben jedoch gezeigt, dass der Mechanismus viel dynamischer ist als angenommen. Die Zunge des Kolibris ist eine Nektarfalle, die mit zwei engen Röhren ausgestattet ist, die sich zuspitzen. Die Spitze dieser Röhren ist in eine Reihe von Klappen gegliedert, die an eine Tragstange angebracht sind. Wenn der Vogel nicht isst, bilden diese Klappen eine Reihe von geschlossenen Schlingen, die genau in den Schnabel passen. Aber wenn der Kolibri Nektar aufnimmt, verändert seine Zunge dramatisch ihre Form. In der Blüte streckt er die Zunge aus, um den Nektar zu berühren. Sobald sie in die Flüssigkeit getaucht ist, spaltet sich ihre Spitze und die Klappen entfächern sich auf beiden Seiten systematisch. Wenn die Zunge wieder eingezogen wird, verschließen sich die Klappen und greifen so den Nektar auf, der den Vogel ernährt. Dieser ganze Vorgang wird automatisch in weniger als einer 20. Sekunde ausgeführt und das tausende Male am Tag. Von Blüte zu Blüte zu Blüte. Mit ihrem erstaunlichen, funkelnden Körper muten sie wie Juwelen an. Sie sind unglaublich fein gearbeitet. Ihre Farben, die Töne, die sie erzeugen. Ich glaube, dass das Wunder der Kolibris in mancher Hinsicht die Sprache transzendiert. Und wir reagieren auf das, was wir sehen, auf einer Ebene, die tiefer reicht als unsere Vernunft. Ich meine damit nicht, dass unsere Reaktion irrational ist. Es ist fast, als würden wir das Werk eines großen Künstlers vor uns haben. Darauf reagieren wir mit unserer Seele, mit unseren Gefühlen. Was kann man dazu sagen? Worte können dem nicht gerecht werden, also steht man nur da und applaudiert. Die Vogelwelt ist ein Kosmos voller Geheimnisse, voller unerwarteter Dinge. In ihr entdecken wir Verhaltensweisen, die uns überraschen, inspirieren und staunen lassen. An einem Januarmorgen in Südengland erheben sich Schwärme von Staren von der Heide, auf der sie die letzte Nacht verbracht haben. Mit einer Explosion von Bewegung und Klang zerstreuen sich die Vögel in der umliegenden Landschaft, wo sie während des Tages Nahrung suchen. 12 Stunden später werden sie zurückkehren, um an einer der eindrucksvollsten Vorführungen teilzunehmen. Für den Filmemacher Dylan Winter sind Stare schon lange eine Quelle von Bewunderung und ein Gegenstand der Forschung.
Ich bin nun seit etwa 30 Jahren Naturfotograf und ich habe überall auf der Welt das Verhalten von Tieren aufgezeichnet. Aber noch nie habe ich etwas gesehen wie hier im Otmoor, nur 5 Kilometer von meinem Haus. Es haut einen einfach um. Es ist nahezu unerklärlich. Und heute Nacht sollte es besonders gut zu sehen sein. Am späten Nachmittag beginnen die Stare in kleinen Gruppen ihre Reise zurück in das Schilf- und Moorland, das sie in der Nacht zuvor geschützt hat. Als Pendler legen Stare jeden Tag bis zu 50 Kilometer zurück, um zu ihren Schlafplätzen zu gelangen. Dabei folgen sie unsichtbaren Luftkorridoren, um den Turbulenzen auszuweichen, die ihren Flug verlangsamen würden. Sie finden sich alle in einer großen Gruppe zusammen, um warm und geschützt zu sein. Während der Dämmerung wachsen kleine Gruppen zu gewaltigen Schwärmen heran, im Englischen lautmalerisch Murmurations genannt. Eine 500.000 Flügelschläge erzeugen dabei das einzigartige Rauschen. Man sieht, wie sich bis zu 300.000 Einzeltiere in einem Schwarm versammeln. Sie sind sehr intelligent und suchen die Schlafplätze nach Räubern ab. Raubvögeln und Füchsen wird Abstand gehalten, bevor sie sich niederlassen. Nachdem sie die Heide begutachtet haben, sammeln sich die einzelnen Gruppen wieder und fliegen gemeinsam wie ein riesiger Organismus tanzend durch den Abendhimmel. Wenn sich dann ein Habicht oder Falke nähert, wird er allein durch die schiere Masse und die Bewegung des großen Schwarms verwirrt oder abgeschreckt. Durch das Objektiv beobachtet, kann man kaum glauben, dass sie nicht zusammenstoßen. Wenn sie die Richtung ändern, kommen sie sich dabei sehr, sehr nahe. Der Himmel verdunkelt sich mit der Dichte des Schwarms. Man hört ein Tosen in der Luft und plötzlich regnen sie herab wie riesiger schwarzer Hagel. Es ist faszinierend zu beobachten, wie sie sich auf ihre Schlafplätze niederlassen. Dieses wunderschöne Schauspiel ruft jedoch eine Frage hervor. Wie können sich so viele Vögel so präzise bewegen und dabei Zusammenstöße vermeiden? Obwohl der Formationsflug in vielerlei Weise noch unerklärt ist, haben neue Studien aus Italien und den Vereinigten Staaten zumindest teilweise eine Erklärung angeboten. Wissenschaftler haben Teile des Schwarms aus 2 verschiedenen Blickwinkeln fotografiert und die Daten dafür benutzt, die Lage einzelner Vögel zu identifizieren. Sie konnten die Position von mehr als 1300 Staren innerhalb des Formationsflugs aufzeichnen und haben ihre Bewegungen als 3D-Modell rekonstruiert. Die Forschungsergebnisse scheinen darauf hinzuweisen, dass der einzelne Star nicht den ganzen Schwarm im Auge behalten kann. Stattdessen schätzt er die Distanz zwischen sich selbst und den Vögeln in seiner nächsten Umgebung. Nach links, nach rechts und vor allem nach vorn. Jeder Star verfolgt lediglich die Position der 6 oder 7 Vögel, die ihm am nächsten sind, und scheint dabei nur einer Regel zu folgen. Wenn deine Nachbarn sich bewegen, bewegst du dich auch. Dadurch kann die kleinste Richtungsänderung eines Stars eine Kettenreaktion auslösen, die durch die ganze Schar läuft und andauernde Variationen in dieser unglaublichen Formation erzeugt.
Es erinnert an Kampfpiloten, die in engen Formationen fliegen, wobei sie sich bis zur Flügelspitze auf ca. 45 cm nahe kommen. Sie verwenden dabei die sogenannte topologische Entfernung, bei der der einzelne Pilot nicht die ganze Formation im Auge behält, sondern nur seine Nachbarn. Dabei reagiert er auf jede Bewegung, die dieser in der Luft macht. Die Bewegungen von 200.000 Staren sind noch viel anspruchsvoller. Jeder Vogel braucht nicht mehr als 100 Millisekunden, um auf die Schwankungen in der Schar zu reagieren. Das ist etwa dreimal schneller als ein Augenblinzeln. Und ihr Instinktverhalten ist dabei makellos. Es ist wie ein Ballett, dessen Choreografie wir erst langsam zu verstehen beginnen. Ganz gewöhnliche Vögel und doch so ein ungewöhnliches Verhalten. Wir haben schon viel über Starre gelernt, aber es gibt große Fragen, die wir noch lange nicht beantworten können. Diese Formationsflüge sind dreidimensional. Dabei bewegt sich der Schwarm gleichzeitig in viele verschiedene Richtungen, ohne einen bestimmten Anführer. Wer entscheidet also, ob der Schwarm sich nach links oder nach rechts wendet? Wer entscheidet, in der Luft eine riesige Kugel oder einen springenden Löwen zu formen? Und wer, dass es an der Zeit ist, den Schlafplatz aufzusuchen? Und wie verbreitet sich dieser Entschluss so schnell unter Hunderttausenden von Vögeln? Vielleicht werden wir diese Fragen nie ganz beantworten können. Es würde mich nicht stören, denn wann immer ich an einem Winterabend hierher komme, bin ich aufs Neue überwältigt. Und wenn ich dann nach Hause gehe, denke ich, wie wunderbar. Man nennt sie die Sonnenvögel, denn sie verbringen mehr als 8 Monate im ständigen Tageslicht des Polarsommers. Vom Spätmai bis zum frühen August in den arktischen Regionen von Alaska, Nordeuropa und Asien. Und von November bis April in der Antarktis und im Weddellmeer. Dafür legen sie die längste Wanderung jedes Tieres auf der Erde zurück, von Pol zu Pol. Es sind die Sterna Paradisae, die Küstenseeschwalben. Viele Vögel wandern, aber in vielerlei Hinsicht gehört die Küstenseeschwalbe an die Spitze der Liste der erstaunlichsten Leistungen. Je mehr ich über die Küstenseeschwalben lerne, desto mehr möchte ich ihnen aus lauter Bewunderung ein Denkmal errichten. Sie reisen von einem Ende des Planeten zum anderen und verbringen damit die meiste Zeit ihres Lebens in der Luft. Das hört nie auf, mich zu erstaunen. Der erstaunliche Zug der Küstenseeschwalbe ist eine Suche nach Nahrung und nach einem sicheren Nistplatz, um ihre Jungen aufzuziehen. Die Lage ihrer vorrangigen Nistplätze im Norden und ihrer Futterplätze im Süden wurde in den 1960er Jahren identifiziert. Bei ihrem Zug über das offene Meer waren die Vögel aber unmöglich zu verfolgen und ihre tatsächliche Zugroute war praktisch unbekannt.
Viele Wissenschaftler vermuteten, dass die Küstenseeschwalben, die im Nordatlantik brüteten, der Küstenlinie Europas und Afrikas folgten, um sowohl nach Norden als auch nach Süden zu gelangen, eine Reise, die hin und zurück etwa 39.000 Kilometer beträgt. Doch es gab wenige Belege für diese Theorie. Die Herausforderung, den Zug der Küstenseeschwalben genau zu dokumentieren, hat Carsten Eggewang vom Grönländischen Institut für Naturvorkommen angenommen. Seine Forschungsergebnisse können als bahnbrechend bezeichnet werden. Ich beobachte Vögel, seit ich ein Kind bin. Ich kannte die Küstenseeschwalben schon damals. Wir wussten seit den 60er Jahren, dass sie wahrscheinlich diese lange Wanderung machen, aber wir konnten es einfach nie beweisen und auch keine Einzelheiten über ihren Zug in Erfahrung bringen. Für mich ist es wie ein großes Rätsel, das immer noch nicht gelöst ist. Im Jahr 2007 leitete Eggewang eine Expedition nach Sand Island, einem trostlosen Landstreifen vor der Nordostküste Grönlands. Hier treffen jeden Juni tausende Paare von Küstenseeschwalben ein, um Futter zu finden, sich zu paaren und ihre Eier zu legen. Der Schlüssel zu Eggewangs Forschung waren die Ortungsgeräte. Sie messen Sonnenlicht und geografische Lage zu jeder Zeit während der Wanderung der Vögel und zeichnen sie auf. Mit nur 1,4 Gramm sind sie leicht und klein genug, um am Fuß des Vogels angebracht zu werden. Doch sie können die Daten nicht in Echtzeit übermitteln. Deshalb müssen die Ortungsgeräte nach einem Jahr wieder eingesammelt werden. In einem Sommer stattet man einen Vogel mit einem solchen Ortungsgerät aus. Dann lässt man ihn frei, um nächstes Jahr zurückzukehren und den gleichen Vogel wieder ausfindig zu machen, zu fangen und die Daten herunterzuladen. Im Zeitraum von 4 Wochen wurden 50 Küstenseeschwalben präpariert und wieder freigelassen. Und während die Vögel nach Süden zu ihrer Sommersaison im Weddellmeer aufbrachen, kehrte Eggewang nach Dänemark zurück. Wir warteten in Dänemark ein Jahr und spekulierten, wie viele der Vögel wohl tatsächlich zurückkommen würden. Wir wussten wirklich nicht, was zu erwarten war, wie viele Ortungsgeräte wir wieder aufsammeln würden oder ob wir überhaupt einen einzigen Vogel wiederfinden würden. Im Juli 2008 kehrte Eggewang nach St. Island zurück und begann mit der scheinbar unmöglichen Aufgabe, die Ortungsgeräte wiederzufinden. Es war sehr zeitaufwendig, die Vögel im folgenden Jahr aufzuspüren. Wir mussten sie im Flug wiederfinden, um sie dann zu ihren Nestern zurückzuverfolgen. Dabei gab es nur einen Weg. Viel Zeit damit zu verbringen, in den Himmel zu starren und hunderte von Küstenseeschwalben gleichzeitig zu beobachten. Wir waren auf der Suche nach einem kleinen Ring und dem Ortungsgerät an diesem Ring, der in der Luft sehr schwer zu sehen war. Sobald wir das Ortungsgerät also am Fuß eines Vogels entdeckt hatten, behielten wir den Vogel selbst im Auge und verfolgten ihn bis zum Boden, wo er uns seinen Nistplatz verraten würde, was uns ermöglichte, die Falle aufzustellen und ihn zu fangen. Erstaunlicherweise wurden nach fast einem Jahr und tausenden Meilen Wanderung über dem Meer 10 Ortungsgeräte wiedergefunden. Doch trotz dieses Erfolgs blieb Eggewang zurückhaltend in seiner Begeisterung. Seinem weit von der Zivilisation entfernten Lager fehlte die Elektrizität, um die Daten herunterzuladen. Auf die Bestätigung, dass die Ausrüstung tatsächlich funktioniert hatte, musste er bis zur Rückkehr nach Dänemark warten. Ich wartete also einen Monat, bis ich zurück in meinem Büro war, um die Daten herunterzuladen. Es dauerte einige Minuten, bevor die Daten auf meinem Computer hochgeladen waren. Das waren einige sehr, sehr aufregende Augenblicke, bis ich herausfand, dass 9 der 10 Ortungsgeräte tatsächlich die Daten eines ganzen Jahres aufgezeichnet hatten. So war es uns möglich, die völlig unbekannten Eigenschaften der Wanderung der Küstenseeschwalben zu entdecken. Mit diesem Ergebnis bin ich wirklich sehr zufrieden.
Im Januar 2010 veröffentlichte Carsten Eggewang seine Funde in Proceedings of the National Academy of Science. Seine Arbeit erhielt internationale Aufmerksamkeit und warf ein neues Licht auf die längste Vogelmigration der Welt. Eggewangs erste Entdeckung war ein biologischer Hotspot in der Mitte des Nordatlantiks. Nachdem sie Grönland verlassen hatten, machten die Vögel Station, um für fast einen Monat diese tiefen Gewässer voller Meerestiere auszukosten. Die perfekte Gelegenheit, um Energiereserven für den Rest der Reise aufzubauen. Es war zu erkennen, dass die Küstenseeschwalben ihre Wanderung in einer Region unterbrachen, die besonders ertragreich ist. Vorher war eine solche Stelle unbekannt. Vom Nordatlantik aus ziehen die Küstenseeschwalben nach Südosten zur afrikanischen Küste. Als sie sich dem Äquator näherten, überraschten sie Eggewang damit, dass sie ihren Weg aufteilten. Eine Hälfte der Vögel flog weiter entlang der afrikanischen Küste, während die andere nach Westen auf Brasilien zuflog. Obwohl sie nun tausende von Meilen entfernt voneinander waren, behielten sie das gemeinsame Ziel vor Augen. Und im November, wenn die Temperaturen der Südhemisphäre ansteigen, erreichten sie die Antarktis. Sobald die Vögel in der Antarktis angekommen sind, kommt es zur Planktonblüte, der riesige Mengen kleiner Fische folgen. Anfang April spürten die Küstenseeschwalben den Winter kommen. Ausgeruht und wohlgenährt brauchten sie nur wenige Tage, um wieder Richtung Norden aufzubrechen. Eggewang entdeckte, dass die Vögel, um die vorherrschenden globalen Winde zu nutzen, einen riesigen, S-förmigen Weg von der Weddellsee nach Grönland einschlagen. Die energieeffizienteste Route von Pol zu Pol. Nach beinahe ununterbrochenem Flug erreichten sie etwa zwei Monate später, in der ersten Juniwoche, wieder St. Island. Sie hatten dabei bis zu 500 Kilometer am Tag zurückgelegt. Das Datum ihrer Rückkehr ist wichtig, denn das Zeitfenster, in dem sie sich paaren, Eier legen und ihre Jungen aufziehen können, beträgt jedes Jahr nur etwa 8 Wochen. Mitte August kam der nächste arktische Winter. Und wieder brachen die Vögel der Sonne nach Süden auf. Auf ihrem Weg würden sie wieder die Herausforderungen der Distanz, des Wetters und die Gefahren der Navigation überwinden müssen, um eine Wanderung zu vollenden, die manche Küstenseeschwalben 30 Mal im Leben unternehmen. Es ist sehr beeindruckend, nicht wahr? In solche Ferne zu fliegen, nur um genau an den Ort zurückzukehren, den sie letzten Sommer verlassen haben, um ihre Brut zu beginnen. Der jährliche Zug der Küstenseeschwalben ist etwa 70.000 Kilometer weit. Wenn man diese Strecke auf ihre gesamte Lebenszeit bezieht, kommt man auf etwa 2,4 Millionen Kilometer. Das ist tatsächlich dieselbe Strecke, als wären die Vögel dreimal in ihrem Leben zum Mond und wieder zurück auf die Erde geflogen. Egal welche Spezies, ein Vogel im Flug ist eine vollkommene Verschmelzung von Schönheit und funktionalem Design. Denn jeder von ihnen ist ein lebendes Kunstwerk, das den höchstmöglichen Stand der Ingenieurskunst verkörpert. Und heute, wie zu allen Zeiten, inspiriert die Frage nach ihrem Ursprung, die Suche nach einer Erklärung. Es gibt einen Begriff der Wissenschaftsphilosophie des frühen 19. Jahrhunderts, und zwar die vera causa, der wahre Grund. Was ist der wahre Grund für etwas? In der Frage des Ursprungs des Vogelflugs haben wir hochkomplexe Funktionsweisen, die sich durch die entsprechende Anatomie und die dazugehörigen Verhaltensweisen auszeichnen.
Die Frage, die wir uns wirklich stellen sollten, lautet dabei, wo liegt die Ursache dafür, dass all dies zustande kommt? Was ist die vera causa des Vogelflugs? Seit dem späten 19. Jahrhundert war beinahe alle Forschung auf die natürlichen Prozesse beschränkt, vor allem durch die darwinsche Evolutionstheorie. Diese Auffassung von Biologie hat verschiedene Theorien zum Ursprung der Flugvögel hervorgebracht. Viele Wissenschaftler sind heute der Meinung, dass kleine Dinosaurier nach und nach Federn, Flügel und den selbst angetriebenen Flug im Laufe von Jahrmillionen ausgebildet haben, während sie rennend und springend vor Feinden flüchteten, sich auf Bäumen von Ast zu Ast bewegten oder wenn sie federbedeckte Arme auf- und niederschlugen, um Insekten zu fangen. Allen diesen hochumstrittenen Theorien liegt der wissenschaftliche Materialismus zugrunde und die Behauptung, dass im Universum nichts außer Materie und Energie existiert. Vom Standpunkt des Materialismus aus braucht man die kausale Geschichte einer Entwicklung. Irgendeine Vorstellung davon, wie diese einzigartige Funktion sich entwickelt hat. Und hier liegt der kritische Punkt. Es gibt keinen Designer. Intelligenz darf nicht im Spiel sein. Geist ist als Ursache ausgeschlossen. Diese Annahme wurde vom Nobelpreisträger Francis Crick ausgedrückt, als er sagte, Biologen müssen immer im Auge behalten, dass das, was sie sehen, nicht designt wurde, sondern sich vielmehr von selbst entwickelte. Es ist so schwer, in der Biologie keine Sprache zu verwenden, die Zweckmäßigkeit impliziert. Denn wohin wir auch blicken, überall sehen wir Zweckmäßigkeit. Und wir sehen Design. Und dennoch wird uns immer und immer wieder gesagt, dass es nur so aussieht, als gäbe es Zweckmäßigkeit oder Plan. Das ist der Grund, warum so eine Regel verordnet werden musste. Denn richteten wir uns nicht nach ihr, würden wir sehen, dass alles designt wurde. Design in der Natur ist intuitiv nicht zu übersehen. Und überall im Zusammenspiel der biologischen Systeme, die den Vogelflug möglich machen, gibt es Gelegenheiten, die Richtigkeit dieser Intuition zu prüfen. Ein Hauptbeispiel ist die Feder. Die Vogelfedern erzeugen einen starken, hocheffizienten Luftstrom, der Auftriebskraft verursacht, indem sich Luft schneller über die bogenförmige Oberseite des Flügels bewegt und langsamer entlang der Unterfläche. Daraus ergibt sich ein Druckunterschied. Es gibt mehr Druck von unterhalb der Flügel als von oben. Man könnte also sagen, dass ein Vogel in die Luft hinauf gesaugt wird. Während ein Vogel in der Luft gleitet, passt ein Netzwerk von Muskeln, Sehnen und Knochen beständig die Lage der Federn an, um höchste Manövrierfähigkeit zu erreichen. Die inhärente Präzision dieses Systems wird besonders deutlich, wenn man die Struktur einer einzelnen Feder vergrößert. Eine Feder besteht aus bis zu 1 Million einzelner Teile und ihre übergeordnete Struktur wird von einem hohlen Schaft getragen, der entlang der Mitte der Feder verläuft. Aus dem Schaft ragen diagonal hunderte Stränge heraus, die man Federäste nennt. Und wenn man noch näher herangeht, sieht man, dass jeder Federast von hunderten noch kleineren Strukturen verstärkt wird, die man Federstrahlen nennt. Diese Strahlen bilden ein entgegengesetztes Paar. Die Strahlen, die sich von einer Seite der Federfahne ausdehnen, besitzen viele mikroskopisch kleine Haken und heißen Hakenstrahlen. Während die, die von der anderen Seite ausgehen, kleine Grate bilden und Bogenstrahlen heißen. Wenn sie sich überschneiden, schließen sie sich ineinander und erzeugen einen reißverschlussähnlichen Mechanismus, der im größeren Zusammenhang des Fischgratmusters luftundurchlässig wirkt, sich gut verbiegen lässt und dem Vogel erlaubt, die Flügeloberfläche leicht zu reparieren.
Wenn die einzelnen Bestandteile, die man in einer Feder beobachten kann, nicht perfekt zusammen funktionieren, hat man keine brauchbare Feder. Und wir dürfen nicht vergessen, dass die Feder nur ein kleiner Teil des großen Mechanismus ist, der den Vogelflug ermöglicht. Die körperliche Belastung eines Flugvogels ist groß und Dutzende biologischer Systeme sind genau darauf abgestimmt, jede Herausforderung zu meistern. Die unglaublichen Mengen von Energie und Kraft, die ein Vogel benötigt, wird von einem Herz erzeugt, das mehr als 500 Mal in der Minute schlägt. Von einer kräftigen Brustmuskulatur, die die Flügel ohne Unterlass antreibt. Vom effizientesten Atmungsapparat, der im Tierreich existiert. Und von einem Verdauungssystem, das darauf angelegt ist, einen hohen Metabolismus zu versorgen, ohne dem Flugkörper viel Gewicht aufzuerlegen. Vögel stützen sich auf ein Navigationssystem, das den Stand der Sonne, der Sterne und das Magnetfeld der Erde verfolgen kann. Auf einen inneren Lenkkreisel, der die Orientierung und Stabilität ihres Körpers während schneller Flugbewegungen bewahrt. Auf präzise Sehkraft, die von circa einem Kilometer Höhe Beute auf dem Boden erspähen kann. Und auf eine Anzahl von Instinkten, die Vogelzüge antreiben und über Ozeane und Kontinente sicher zu lenken vermögen. Obviously. Es geht also darum, viele verschiedene Systeme zu koordinieren, die alle perfekt funktionieren müssen, damit der Vogel fliegen kann. Und je mehr Systeme mit Komponenten entdeckt werden, desto schwieriger wird es zu erklären, wie sie alle so perfekt in einem Vogel zusammenkamen. In der menschlichen Luftfahrt sind Design und Integration komplizierter Operationssysteme Kennzeichen von Voraussicht, Zweck und Plan. Hätte im Fall der Vögel ein rein materialistischer Prozess wie die natürliche Selektion noch viel höhere Stufen von Ingenieurskunst hervorbringen können? No. Nein, und hier ist das Problem. Die natürliche Selektion ist blind und ungeleitet. Sie hat keinen Richtungssinn, keine Teleologie ist das Wort, das man in der Philosophie dafür verwendet. Es hat kein Ziel, keine Richtung. Der Mangel an Voraussicht ist das größte Problem. Wir wissen, dass wenn man alle Teile eines großen Passagierflugzeuges in einem Raum verteilt und sie mittels eines großen Ventilators im Raum herumwirbeln lässt, niemals das fertige Flugzeug entstehen wird. Wir wissen intuitiv, dass das unmöglich ist, obwohl wir alle Teile besitzen. Organismen sind wesentlich komplizierter als jedes Verkehrsflugzeug, sehr viel komplizierter. Und sie bilden stets ein integriertes Ganzes. Sie sind nicht allein die Summe ihrer Teile. Sie leben und reagieren. Im Falle von vielzelligen Organismen habe ich keine Erklärung für eine Entstehung allein durch naturalistische Prozesse. Das Fazit ist, man betrachtet die Anatomie eines Vogels, sein Verhalten, seinen Metabolismus, die Struktur seiner Federn, die seiner Muskeln. Dies sind viele einzelne Bestandteile eines komplexen Ganzen, durch das Fliegen möglich wird. Ich glaube von einem biologischen Standpunkt aus, dass, um überhaupt fliegen zu können, eine Ursache da sein muss, die ein weit entferntes funktionales Endergebnis vorausgesehen haben muss, um alles das zusammenzubringen, was nötig ist, um dieses Ergebnis zu erreichen. Einzig und allein Intelligenz ist nach unserer Erfahrung in der Lage, diese Art eines kausalen Prozesses zu veranlassen. Eine Ingenieursleistung ist das Produkt eines Geistes, der ein Problem vorausgesehen hat und eine mehrstufige Lösung für dieses Problem gefunden hat. Bei Vögeln sehen wir genau diese Art Prozess. Ich glaube, dass intelligentes Design die beste Erklärung für den Ursprung des Vogelflugs ist, denn es ist die beste Erklärung für jede andere Art Flug, die wir beobachten können. Warum sollte ich also die Regeln, die meiner Betrachtung zugrunde liegen, ändern, wenn ich von einem Flugzeug zu einer Taube komme?
All die Systeme und Subsysteme, die zusammenkommen und die Harmonie, mit der sie koordiniert zusammenarbeiten, das ist einfach erstaunlicher als alles, was Menschen je erreicht haben. Sie sind Wunder der Ingenieurskunst. Sie sind Kunstwerke. Wir wissen, wo große Ingenieursleistungen herkommen. Wir wissen, woher große Kunstwerke stammen. Warum sollten wir also die Vögel irgendetwas anderem zuordnen als Intelligenz und Geist?